Ein Sturm zieht auf. Krieg liegt in der Luft. Nun, da der kaiserliche Thron verwaist ist, hängt das Schicksal ganz Tamriels vom Willen eines einfachen Gefangenen ab. Das Böse erwacht. Ein lange verbannter Feind regt sich. Die Mächte, die nach Tamriels Zerstörung trachten, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefährden. Und so greift der lange Arm des Todes um sich. Wir schreiben das 582. Jahr der zweiten Ära. Die Trommeln des Krieges dröhnen. Hier beginnt unsere Reise. Wow, was für ein Intro! Willkommen Leute, moin moin auf meinem Kanal und zu einem neuen Let's Play Projekt. Ich bin Angelus und ich starte heute mit meinem Let's Play zu Elder Scrolls Online auf der PlayStation 4. Ist es jetzt neu erschienen und hier werde ich mein neues Let's Play starten und gar nicht lang rumgelabert hier am Anfang. Legen wir sofort los. Den Charakter, den ihr hier gerade seht im Hintergrund, das ist mein alter PC-Charakter. Ich habe auf dem PC schon mal gespielt, von Level 1 bis 25 und habe den dann kopiert auf die PlayStation 4. Aber mit diesem Charakter werde ich nicht das Let's Play spielen. Den werdet ihr auch häufiger noch zu sehen bekommen, auch im PvP-Gameplay und auch im Gameplay für höhere Sachen oder irgendwelche Guides für Berufe und so weiter. Da werde ich meine Khajiit-Nachtklinge immer für benutzen. Aber für dieses Let's Play, was ich jetzt neu starte, werde ich einen ganz neuen Charakter erstellen. Ich war eben schon in der Charaktererstellung und da behält er die Einstellung zum Glück nochmal kurz ein bisschen bei hier. Und so habe ich mir die schon mal zurecht gebastelt, gerade bevor das Intro gelaufen ist. Ich spiele eine weibliche Dunkelelfin. In der Allianz Altmeri Dominion werde ich spielen und habe hier Dunkelelf ausgewählt und als Klasse die Drachenritterin. So. Und ja, so werde ich sie spielen. Die habe ich mir schon komplett fertig gebaut. So wird sie aussehen, wenn sie mal später eine Veteranenrüstung trägt. Ich werde sie aber nicht mit schwerer Rüstung spielen, sondern auf Stoff ausgelegt und Magie basierend. Ja, so sieht sie aus, wenn sie dann weniger anhat, wenn es draußen heiß ist. Ein bisschen, ja, dunkel dargestellt habe ich sie. Für eine Dunkelelfin passt das ganz gut. Dieser Schimmer auf der Haut finde ich sehr, sehr elegant. Die roten Augen müssen auch sein. Die Haare passen dazu auch ganz gut. Bisschen Tätowierung auf dem Körper. Ja, so werde ich meine Dunkelelfin hier spielen als Drachenritterin. Fertigstellen. Muss ich noch schnell den Namen eingeben. Mein Khajiit ist ja männlich, den habt ihr eben gesehen. Deswegen möchte ich gerne mal eine weibliche Charakterin hier spielen. Und gebe ihr nochmal einen passenden Namen. So, Anjanka, noch ein Nachname, dann gehen wir sicher, dass der Name nicht vergeben ist. So, Talion, einer meiner Nachnamen, die ich immer so nehme, das ist Sindarin Elbisch und bedeutet Held. Anjanka, Talion, fertigstellen. Und dann geht das hier gleich rein mit meinem neuen Charakter und der Let's Play. Und dann geht es sofort los hier ab Stufe 1 mit Tamriel Unlimited.
Ihr habt die Einführung bereits mit einem anderen Charakter gespielt. Ich möchte sie aber nochmal spielen, jetzt für euch als Video. Also einmal muss man sie spielen, wenn man einen neuen Charakter erstellt hat. Da ich aber schon einen Stufe 25 Charakter habe, könnte ich sie jetzt eigentlich auch überspringen. Aber für euch spiele ich nochmal der wehklagende Kerker, so wie man das Spiel beginnt. Und dann könnt ihr alles hier live miterleben. Tamriel Unlimited, Elder Scrolls Online auf der PlayStation 4. Mit dem Controller jetzt und sowas. So, es hat begonnen. Finde deinen Weg, um aus Kalthafen zu entkommen. Man startet hier in dem Kerker. Und ich muss sagen, die Umsetzung grafisch für die Konsole ist sehr gut gelungen. Aber ich werde hier die Kamera nochmal aus der Third Person wechseln. Ich mag das lieber. Ich weiß, wenn Leute Skyrim gespielt haben, die mögen dann die Ego-Sicht lieber. Aber das hier ist ein MMO und aus der Drittperson hier Ansicht spielt sich das doch wirklich besser wegen den ganzen Bodeneffekten, die man da ausweichen muss. Aber ich werde hier nochmal ein bisschen in die Einstellung gehen. Und dann werde ich die Kamera nochmal mir ein bisschen anpassen. Hier, dritte Person Sichtfeld werde ich mir hier ganz nach oben ziehen. Das auch. Empfindlichkeit ist schon höher. So muss ich das unbedingt haben. Okay, dann gab es noch hier die Spielewelt. Vibration aus. Vorlagen Standard, ja. Wo ist denn hier für mein Sist-Dings hier? Schlachtstufe ist okay. Ja. Nö. Hier die Schnellleiste. Die will ich nämlich immer eingeblendet haben. Questsicht auch. Lebensleisten. Wenn verwundet. Kompass-Questgeber auf jeden Fall. Aktive Quest zeigen. Ja. Sind natürlich alles noch Schnellstadt aktiviert. Lass ich auch noch mal an, falls mich wieder jemand anquatscht. So, die Soundeinstellung. Hoffe ich, dass die so okay sind. Dialoglautstärke habe ich hier ein bisschen lauter gemacht, damit ihr da alles hört. Aber es ist die erste Folge, die ich hier aufnehme. Da stimmt der Sound oftmals nicht ganz zu 100%. Die Feinabstimmung muss man da mal ein bisschen später fortführen. Ich hoffe aber, das wird so in Ordnung sein. Okay, ich habe aber gesehen, ich habe hier eine Benachrichtigung eben gehabt. So, was steht denn drin? Ihr wurdet von Projekt NDC eingeladen, die Gilde-Allianz der Anderlinge beizutreten. Das ist meine Allianz. Pro NDC, mein Partner, die ihr aus Destiny auch vielleicht schon kennt, mit dem werde ich hier auf jeden Fall auch eine Gilde gründen, wo ihr teilnehmen könnt. Da gibt es auch noch Informationen zu, auch auf dem Kanal von Pro NDC. Ich werde das die Gruppe für die Gilden so alles nochmal in die Videobeschreibung packen, dann könnt ihr da auch hereinschauen. So, aber jetzt genug gelabert. Da sieht man jetzt unten die Schnellleiste und jetzt geht es los hier mit dem Gameplay. Ich heiße Lyris. Lyris Titankind öffnet uns den Kerker. In euch. Ihr werdet ihn brauchen. Das muss der Kümmerling des Wurfs gewesen sein. Okay, wir können ihn plündern. Und dann kriegen wir schon unsere erste Waffe. Ein Zweihandschwert, alles nehmen. Haltet eure Waffe bereit und seid auf der Hut. Dieser Ort ist voller Überraschungen. Okay. So. Bleibt in Bewegung. Es sind noch mehr Daedra auf dem Weg hierher. Zweihandschwert ist jetzt hier die erste Waffe, die man bekommt. Die bekommt jeder Charakter, wenn er da den ersten Charakter lootet. Man kann in dem Spiel wirklich jede Waffe tragen, die es im Spiel gibt. Ich werde da auf jeden Fall immer wieder mal Informationen erklären. Es sind noch mehr Wachen auf dem Weg. Lasst uns gehen. Vielen Dank für die Erklärung. Also ich werde immer mal wieder hilfreiche Tipps hier auch im Let's Play geben, aber auch separate Guides, Guide-Videos erstellen und so weiter. Und das Let's Play werde ich ganz in Ruhe, ganz chillig spielen. Ich will das erstmal schön für mich erleben. Ich freue mich richtig, dass das Spiel jetzt da ist. Und hier kommt auch schon der erste härtere Gegner. Die Gefängniswache. Ist alles noch das Tutorial hier, was wir hier spielen. Blocken wir den Angriff und kriegt da einen schweren Angriff und dann ist er auch schon vernichtet. Den haben wir unterbrochen beim Zaubern. Es spielt sich mit dem Controller wirklich sehr hervorragend. Seid gegrüßt, Entseelte.
Wie ihr bin ich ein Gefangener. Ihr müsst mich retten. Und im Gegenzug muss ich euch retten. Einen Moment. Kommt her. Ich bin da, Lyris. Der Prophet. Er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen. Auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Wobei soll ich... Wo soll ich euch helfen? Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich kriegen kann. Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Wo sollen wir jetzt hin? Diese Tunnel werden uns hoffentlich zu den Türmen der Augen bringen. Dort werden wir die Wächter finden. Was sind diese Wächter? Magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet. Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Und wie können wir einen vernichten? Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Hoffen wir das Beste, Lyris. Wir sollten weitergehen. Das sollten wir, auf jeden Fall. Wow, aufgespießt hier. Oh, er greift mich an. Erstmal blocken. Jawohl. Ach komm, der war doch getroffen. Zweihandschwert ist aber auf jeden Fall nicht die Waffe, die ich später spielen möchte. Und wir hatten eine Stufe ab. Meine Freundin bei Arkais Bart. In einem Kampf seid ihr einiges wert. Lyris Titankind ist so groß. Der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Eilt euch. Moment, ich hatte erstmal Level ab. Lyris Titankind ist so groß, weil sie halb Riesen ist. So, dann drücken wir mal die Optionstaste. Wir hatten nämlich hier einen Stufenaufstieg. Erstmal hier rein. So, eure Attribute im Charaktermenü könnt ihr verfügbare Attributspunkte verteilen, um eure Effektivität im Kampf zu erhöhen. Leben erhöht eure Überlebensfähigkeit, Magiker erhöht eure Effektivität mit Zaubern, Ausdauer erhöht eure Effektivität mit Waffen und Rüstungsfähigkeiten. So, das ist natürlich alles ein bisschen anders aufgebaut, als man das jetzt vom PC kennt. Hier kann man sogar Titel auswählen, aber ich habe keinen. So, ich nehme jetzt die ersten Punkte auf Magiker. Ich möchte nämlich meinen Drachenritter auf Magie basierend spielen, mit leichter Rüstung, so als richtiger Stoffzauberer mit Feuerzaubern. Okay, tue ich hier einen Punkt auf Magiker, anwenden, zack, Punkt anwenden, ja. Nett, dass er mich nochmal danach fragt. So, und jetzt geben wir nochmal hier unseren ersten Fertigkeitspunkt aus. Eure Fertigkeiten, Fertigkeitslinien erlauben euch, euren Kampfstil nach euren Wünschen anzupassen. Ihr könnt Fähigkeiten markieren, um zu erfahren, was sie bewirken. Drückt X, um eine Fähigkeit freizuschalten. Aktive Fähigkeiten könnt ihr in eure Schnellleiste-Ausrüstung drückt, die ja, um die auszulösen. Genau, die jedenfalls kann man sich da den Knopf aussuchen, wo man sie spielen möchte. So, da haben wir hier die drei Klassen. Bäume, die bei jeder Klasse unterschiedlich sind. Meine Drachenritterin hat jetzt hier verzehrende Flamme, drakonische Macht und irdenes Herz. Die Fähigkeiten, die hier unten kommen für Waffe, Rüstungen, Volk und so weiter, die sind wirklich bei jedem zur Verfügung. Also jedes Volk hat natürlich die eigenen Fähigkeiten, aber Waffen hier, jede Klasse und jeder Charakter kann jede Waffe im Spiel tragen. Ich kann einen Heilungsstab benutzen, Zerstörungsstab, Bogen, was ich möchte. Deswegen hab ja meinen Charakter hier auch ein Zweihandschwert. Aber würde ich jetzt einen Zauberer erstellen oder eine Nachtklinge, dann können die natürlich auch einen Zweihandschwert benutzen und auch Waffe mit Schild zum Beispiel. Also jede Waffe kann benutzt werden von jedem Charakter. Und das ist wirklich hervorragend. So, verzehrende Flamme, da will ich jetzt auf jeden Fall meinen ersten Angriff, oder hier... Jetzt hört man hier Leute am Reden. Das muss ich natürlich nochmal ausstellen. Das ist dieser Ingame-Chat, der aktiviert ist automatisch. Feuriger Griff wähle ich als erstes. So, und dann ziehe ich mir den hier gleich mal auf die Taste zuweisen. Und er ist schon zugewiesen auf das Viereck. Okay. Erstmal mit dem Menü
auseinandersetzen. Das ist natürlich in den ersten Folgen immer so eine Sache. Jetzt gehe ich aber hier nochmal schnell in Soziales, Sprachchat und Kanal verlassen. So, damit ich hier nicht ständig irgendwelche Leute in der Aufnahme sprechen höre. Aber ist schon mal gut, dass man so auf jeden Fall kommunizieren kann mit Leuten, die in der Nähe stehen. Ist ja auf der Konsole nicht immer gegeben, weil man ja keine Tastatur zur Verfügung hat und so weiter. Also es wird ein richtig langes Let's Play werden und ich werde es so lange machen, wie ich Lust habe. Okay, der Kompass zeigt eure aktuelle Questziele an. Sollte euch im Verlauf haben, könnt ihr das Touchpad drücken, um eure Karte zu öffnen. Ich höre die Leute aber immer noch im Sprachchat. Dabei habe ich doch hier schon den Kanal verlassen. Vielleicht sollte ich das hier drin nochmal machen. Wo war das denn? Eine Leiste, Questübersicht. Nee, nicht hier. Okay. Ist das der Schnellchat vielleicht? Den ausmachen? Okay. Öffnen wir die Karte. Wir sind hier und müssen jetzt hier die Wächter ausstellen. Hier sind schon Gegner. Den Angriffsknopf gedrückt halten, das gibt einfach schwere Attacken. Nein, mein Name ist nicht Zielübung. Oh, hier ruckelt es ein bisschen, weil da sind viele Leute unterwegs. Das Spiel ist gerade neu. Jeder will hier nochmal schon zocken und so weiter. Wir können uns ja auch den Gegner da vorne einfach mal ranziehen. Zack, schon ist er bei uns. Den kriegt er richtig auf den Kopf hier. Blocken. Und zack. Jawohl. Bisher hat er noch gar keinen Charakter was zu looten dabei. Das ist ja traurig. Versucht nicht weiter aufzufallen. Wir sind gerade erst von hier freigekommen. Ich fall nicht auf. So, da ist der erste Wächter. Da müssen wir uns ranschleichen, dass er uns nicht bemerkt. Jetzt sind wir verborgen. Oh, er guckt gerade her. Nein, da hat er mich gesehen. Guck weg, du Klubschauge. So. Der ist hinüber. Na, Lyris, wie habe ich das gemacht? Während er geblendet ist, müssen wir zur Zelle des Propheten. Okay, ich beeile mich. Guck mal, da läuft eine Nackte rum. Es ist eine nackte Dunkelelfin. Zieh dir mal was an, Mädchen. Es ist kalt hier im Kalthafen, wie der Name schon sagt. Aua, hat er mich voll erwischt. Also diese Ruckler, die liegen jetzt daran, dass es wirklich sauvoll ist hier im Startgebiet. Das wird sich später bessern, wenn weniger Leute da unterwegs sind. Aber das Spiel ist, wie gesagt, gerade neu. Und jetzt will echt jeder spielen. Guck mal, wie viele Leute da vorne rumstehen. Alter Schwede, ist das hier voll. Niemand kann meinem Gefängnis Kalthafen entkommen. Herr Marmoras lockere Zunge. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. Schauen wir mal. Lyris will mit mir sprechen. Verdammt! Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Vielleicht kann Catwell uns helfen. Wer ist Catwell? Catwell ist der älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Aber Catwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Ihr werdet sehen. Wie soll ein Verrückter uns denn irgendwie helfen können? Catwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Das ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. Alles klar. Suchen wir Catwell unten am Fluss. Watership down. Eines schönen Tages, mitten in der Nacht, kämpften zwei tote Könige um die Macht.
Rücken an Rücken stehen, sahen sie sich an und erdolchten sich mit ihren Bögen, sodann... Das ist Catwell, immer gut zu erkennen, mit dem Pott auf dem Kopf. Hallo, was ist denn das? Macht ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Ihr müsst Catwell sein. Sir Catwell, ja, in der Tat. Es ist mir ein Vergnügen. Und die schöne Lyris. Freut mich, euch zu sehen, werte Dame. Wie geht es euch denn? Wir versuchen, in die Zelle des Propheten zu gelangen. Die Tür ist verschlossen. Oh je. Nun, das ist natürlich etwas lästig, nicht wahr? Ich sage euch was. Ich kenne zufälligerweise noch einen anderen Weg hinein. Eine sehr viel malerische Route. Eine richtig schöne Strecke, um ehrlich zu sein. Voller Fallen und Leichen. Und zwischendurch sorgen ein paar fiese Viecher für etwas Abwechslung. Wie kommen wir da durch? Eher vorsichtig, würde ich vermuten. Passt auf, wo ihr hintretet. Haltet euch die Nase zu und achtet mir bloß auf die Fallen. Man muss wohl auch damit rechnen, gelegentlich die Beine in die Hand nehmen oder ein paar Schädel spalten zu müssen. Wo ist der Eingang? Kommt zum Punkt. Folgt dem Fluss. Am Ende des Wasserlaufs werdet ihr die Tür zum Unterbau finden. Sobald ihr drin seid, haltet ihr euch an das Licht. Dann stoßt ihr auf eine Leiter, die euch geradewegs zum Propheten bringt. Bestellt ihm doch bitte meine besten Grüße. Danke. Viel Glück. Schaut doch ab und zu wieder vorbei, ja? Schauen wir mal. Ich finde, die Synchronisation ist auf jeden Fall ganz gut geworden in dem Spiel. Der Bau anscheinend für einen entzückenden Ort. Das bedeutet, dass er wahrscheinlich eine Todesfalle ist. Schauen wir mal. Lieber vorsichtig sein. Wir sind immer vorsichtig. Sehr bekannte Sprecher dabei. Man hat das auch im Intro schon gehört. Die Stimme von Christopher Lee, also die Synchronstimme, die deutsche Saruman, den er auch gesprochen hat. Auch hier. Schloss knacken. Je eher ihr diese Tür aufbekommt, desto früher können wir von hier verschwinden. Bewegt den Dietrich mit linken Stick über einen Stift und halte R2 gedrückt, um den Stift herunterzudrücken. Lass R2 los, wenn der Stift vibriert, um ihn in der Position zu verlinken. Okay, so ähnlich natürlich wie auf dem PC auch. Na, es geht aber überraschend leichter als mit der Maus, muss ich sagen. Auch wenn man den Stift hier ein bisschen langsam von links nach rechts bewegen kann. Das ging auf dem PC ein bisschen schneller. Aber sonst ist das Schlossknacken ziemlich einfach gemacht. Hallöchen, ein Khajiit hier. Da kommen schon die ersten Gegner. Den darfst du machen. Hau ihn kaputt. Man kann auch wie in Skyrim hier wirklich jede Urne und so öffnen. Hier sieht man, da sind Dietriche drin, die nehme ich mal mit. Damit kann man später noch solche Kisten hier wie hier zum Beispiel öffnen. Aber da das jetzt hier so voll ist in diesem Gebiet, sind hier bestimmt alle Kisten sowieso schon geöffnet und geplündert worden. Wobei hier ist noch eine, aber die schnappt er sich jetzt weg. Nee, macht er nicht. Dann mache ich das eben. Hier sind Rohlederstiefel drin, die nehme ich mir mit. Ich wollte zwar leichte anziehen, aber... Wenn man noch gar nichts hat, gehe ich mal ins Inventar. War ich auch noch nicht drin. Inventar. Euer Inventar beinhaltet alle eure Ausrüstung, Vorräte, Verbrauchsgüter, Questgegenstände sowie die Handwerksmaterialien, die euer Charakter während seiner Reise zusammengetragen hat. Drücke X, nachdem ihr einen Gegenstand markiert habt, um ihn auszurüsten oder zu benutzen. Drückt Dreieck, nachdem ihr einen Gegenstand markiert habt, um weitere verfügbare Aktionen zu sehen. Dankeschön für die hervorragende Erklärung. Das ist mein Zweihandstab, Torso. Da sind die Füße. Das ist das, was ich jetzt trage, oder? Da sind die Dietriche. Das sind aber nicht die Stiefel, die ich gerade gefunden habe. Da sind die Rohlederstiefel. Haha. Stufe 1. Und die haben hier schon 80 Rüstung. Sind mittlere Rüstung. Ah, ich ziehe die aber mal an. Besser als die Anfangsdinger auf jeden Fall. Aber später werde ich mich spezialisieren auf leichte Rüstung für Magiebonus und so weiter. Wie gesagt, ich spiele meinen Drachenritter als Magier mit Feuerzaubern und so weiter. Mann, ey, so voll habe ich das Startgebiet noch nie gesehen, muss ich sagen. Ist echt einiges los. Hallo, Mr. Knochen, ey.
Oh, der hat den Level up. Gratulation, mein Bester. So, hier sind wir auf dem richtigen Weg. Da vorne ist die Tür. Jetzt ist es aber ziemlich ruhig. Das heißt, ich habe es wohl in den Griff bekommen mit dem Sprachchat, dass der in der Aufnahme nicht stört. Ist natürlich ansonsten eine super Sache, aber in einer Aufnahme habe ich lieber meine Ruhe hier. Der Käfig des Propheten sollte direkt vor uns liegen. Schnell jetzt, wir haben nicht viel Zeit. Da ist der Prophet gefangen. In Ordnung. Die gute Nachricht ist, dass wir es in einem Stück bis hierher geschafft haben und der Prophet unverletzt zu sein scheint. Jetzt zur schlechten Nachricht. Es wird euch obliegen, für seine Sicherheit zu sorgen und ihn nach Tamriel zurückzubringen. Ich komme nicht mit euch. Warum kommst du nicht mit, Lyris? Du bist doch so stark und kräftig, meine Retterin. Es gibt einen Trick beim Öffnen der Zelle. Der einzige Weg für Gefangene, um sie zu verlassen, besteht darin, dass eine andere lebende Seele ihren Platz einnimmt. Ich muss mit dem Propheten den Platz tauschen. Gibt es keinen anderen Weg? Glaubt mir, ich wünschte, den gäbe es. Aber ich sehe hier sonst niemanden mit einem schlagenden Herzen. Ihr vielleicht? Wenn Molag Bal nicht aufgehalten wird, wird er alles und jeden vernichten, den wir je geliebt haben. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Sobald das vollbracht ist, setzt ihr euch schleunigst in Bewegung. Der Prophet wird wissen, wohin es geht, aber er wird eure Augen und euren Schutz brauchen. Ich werde hier auf jeden Fall immer jedes Gespräch führen und der einfach nichts wegklicken, weil ich möchte selber alles erleben und genießen. Da kommt der Gegner. Ich muss jetzt hier Lyris erstmal beschützen, bis sie ihre Kraft kanalisiert hat, um den Propheten zu befreien. Hier mal schön ausweichen. Das meine ich mit diesen Bodeneffekten. Die sieht man halt ein bisschen besser, wenn man hier aus der Third Person spielt, um da herauszugehen. So. Ich kann auch Ausweichrollen machen. Das frisst ganz schön viel Ausdauer. Aha. Und jetzt kriegst du nochmal einen verbrezelt hier. Oh, er macht nochmal einen Angriff. Hast mich nicht getroffen. So, jetzt muss ich die Schlüssel aktivieren. Lyris, du schwebst. Tentakel hier. Ist ja wie in einem schlechten Anime-Film. Yeah, aber diese Effekte immer noch saugeil gemacht hier. Lyris ist jetzt im Gefängnis. Ich habe das Gefühl. Aber es wird nicht lange andauern, wenn Molag Bal seinen Willen bekommt. Ja, und hier ist jetzt der Prophet mit der Synchronstimme von Saruman aus Herr der Ringe. Den Göttlichen sei Dank, ihr seid sicher. Zumindest das. Lyris hat alles geopfert, damit wir frei sein können. Ihr Opfer darf nicht umsonst sein. Können wir sie irgendwie mitnehmen? Ich wünschte, das wäre möglich. Aber ich verspreche euch, sobald wir aus Kalthafen entkommen, werden wir einen Weg finden, um sie gemeinsam zu retten, Entseelte. Warum nennt ihr mich die ganze Zeit Entseelte? Das ist der Name, den ich euch gegeben habe. Ihr seid nur noch ein Nachklang eures ehemaligen Selbst. Eine Seelenlose. Ein leeres Gefäß, das danach verlangt, wieder gefüllt zu werden. Es ist, wie die Schriftrollen es vorhergesagt haben. Aber doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte. Warum nannte Lyris euch den Propheten? So hat man wohl begonnen, mich zu nennen. Mein wahrer Name ist verloren, selbst für mich. Jahre der Qual haben ihren Tribut gefordert. Schnell jetzt, wir müssen uns zum Anker sputen. Zum Anker? Die Anker sind dädrische Werkzeuge von finsterer Zauberkraft. Ihre Ketten umschlingen unsere Welt und ziehen sie auf Kalthafen zu. Ich kann einen dieser Anker benutzen, um uns nach Tamriel zurückzubringen. Aber ihr müsst mich zu ihm führen. In Ordnung, bleibt dicht hinter mir. Die Stufen hinauf, schnell! Wir müssen zum Ankerplatz. Okay, mir nach! Die Stufen hinauf! Ciao, Lyris! Ich befreie dich irgendwann. Ich komme zurück. Ich komme wieder. I'll be back. So.
Der Molag Baal, ey. Will er hier einfach die Welten vermischen. Ganz schön schlimmer Bursche. Das ist er hier doch. Der erste Bild, der, oder? Der Ankerplatz der dunklen Anker. Der Ankerplatz der dunklen Anker. Gibt's auch helle Anker? Sieht auf jeden Fall cool aus. Hat so ein bisschen was von Weltraumlift von Halo. Uh-oh. Die Sterbliche meint sich mir widersetzen zu können. Vergeblich. Bald wird eure Welt in meinen Ketten liegen. Der beschwört hier irgendeinen Ochsen. Kommt, ich werde euch beschützen. Kind der Knochen, du willst mich beschützen? Na, mach mal. Wow, wow, wow. Okay, er heilt mich halt gelegentlich hier. Das ist nämlich schon ein schwererer Gegner. Das sieht man auch, dass sein Lebensbalken so ein bisschen Verzierungen dran hat. Da erkennt man immer ein bisschen die Stärke der Gegner hier. Heil mich mal. Ich hab nicht mehr viel Leben. Mal schön ausweichen. Okay, er ist down. Die Musik ist so cool in dem Spiel. Ich mag den Soundtrack total gerne. Der ist so stimmungsvoll. So, den haben wir gelegt. Da habe ich jetzt auf jeden Fall auch was bekommen hier. Hier, ach, immer da, wo das Ausrufezeichen dran ist, da habe ich also was Neues entdeckt. Da muss man hier erstmal draufklicken. Okay. Ist auf den ersten Blick ein bisschen ungewohnt, das Menü, weil es auf dem PC sehr viel übersichtlicher war. Hier ist es eher so gestrickt wie in Skyrim. Aber wenn man Skyrim gespielt hat, findet man sich da auch zurecht. Also es ist nicht so schwierig. Erhöht maximales Leben um 88. Meine Halskette, die ich eben gerade von dem gekriegt habe, die lege ich sofort an. Und dann sprechen wir wieder mit den Propheten. Das Portal des dunklen Ankers befindet sich weit über uns. Ich werde einen Zauber vorbereiten, um uns hinaufzuheben. Aber zunächst müsst ihr euch auf Nirn einstimmen, um eure physische Form zurückzuerlangen. Hierfür werdet ihr eine Himmelsscherbe benötigen. Eine Himmelsscherbe? Ein Stück ätherischer Magika, in der die Essenz Nirns schlummert. Manche sehen darin eine Verbindung zu Lorkhan, dem fehlenden Gott der Schöpfung. Wenn ihr ihre Kraft in euch aufnehmt, sollte so eure körperliche Gestalt wiederhergestellt werden. Ich werde eine dieser Scherben heraufbeschwören, damit ihr sie absorbieren könnt. Ich bin bereit. Das sind die Himmelsscherben. Die sind auch in der ganzen Welt verteilt. Da werde ich auch noch mal was zu erzählen. Ich nehme die Himmelsscherbe. Himmelsscherben sind überall in Tamriel verstreut. Für jede dritte gesammelte Himmelsscherbe erhält euer Charakter einen zusätzlichen Fertigkeitspunkt. Hinweise auf die Fundorte von Himmelsscherben könnt ihr durch das Entschlüsseln von Hinweisen in der immer ein bisschen nervig, wenn er hier am Reden ist und dann gleichzeitig auch noch der Text da ist, den man lesen möchte. Wir müssen jetzt gehen. Also immer wenn man drei Himmelsscherben aufsammelt, dann bekommt man einen Fertigkeitspunkt. Das sollte man auf jeden Fall immer mitnehmen und die Augen offen halten nach diesen Himmelsscherben, die überall in der Welt verstreut sind. Auridon, die zweitgrößte Insel von Somersend, dient den Elfen seit jeher als Puffer zwischen ihren friedlichen Archipel und den unruhigen Tamriel. Okay. Auridon ist das erste Solo-Anfangsgebiet, die erste Insel, wo man als Charakter, als Zugehöriger des alten Meridominions startet. Die Entseelte erwacht erneut. Kommt her, wir müssen reden. Wir müssen schon wieder reden. Wie ich es befürchtet habe, sind wir an unterschiedlichen Orten angekommen. Ich bin in einer Stadt am Meer, in einem Land des ewigen Frühlings. Die Luft trägt den Geruch des Ozeans, der Märkte und der Gärten. Doch das ist nicht von Belang. Ihr seid einmal mehr erwacht und wir müssen euch auf den rechten Weg bringen. Wie lange war ich bewusstlos? Tage oder Wochen? Ich weiß es nicht.
Die Reise zwischen den Welten hat unser Gefühl für Raum und Zeit gestört. Ich weiß nur, dass ihr im Meer gelandet seid und dass euch irgendeine gütige Seele herausgefischt und wieder an Land gebracht hat. Was soll ich jetzt tun? Ich fürchte, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich muss mich darauf konzentrieren, nach einem Weg zu suchen, Lyris ihr mutiges Opfer zu vergelten. Ich kann sie nicht einfach dem Zorn Molag Bahls überlassen. Wann werde ich euch wiedersehen? Das kann ich nicht vorhersehen. Noch nicht. Doch wir werden uns wiedersehen. Es gibt noch vieles, das wir vollbringen müssen. Okay. Wir kriegen einen Fertigkeitspunkt geschenkt und eine versiegelte Urne. Quest abschließen. Seid auf der Hut, Entseelte. Eure gesamte Existenzebene ist in Gefahr. Die Bedrohung durch Molag Bahl legt sich über ganz Tamriel. Und Chaos breitet sich in ihrem Schatten aus. Gefahren in vielerlei Gestalt machen das Land unsicher. Lasst euch bloß nicht auf dem falschen Fuß erwischen. Ich gebe mein Bestes, Prophet, und wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Lebt wohl. Und die erste Trophäe gab's auch schon. Fertigkeitspunkt erhalten. Level up. Versiegelte Urne. Mann, da muss ich jetzt wieder einiges öffnen hier. Wo finde ich denn eigentlich Vorräte? Versiegelte Urne. Okay, da ist die dann drin. Okay. Errungenschaften freigeschaltet hier für das Tagebuch und so weiter. Vieles gibt zu entdecken hier. Und in der Urne war ein Folterkürass drin, schwere Rüstung und einen Bogen. Alles, was ich nicht unbedingt brauche. Benutzen kann ich das natürlich, aber will ich gar nicht. Aber ich werde die schwere Rüstung jetzt noch anziehen. Es ist besser einfach auf als mein Hemd des Seelenberaubten, das einfach gar keine Fähigkeiten drauf hat. Und jede Rüstung, die es im Spiel gibt, kann ich halt auch anziehen. Leichte, schwere, mittlere kann ich alles tragen und leveln. Es kommt halt immer auf die Boni an, die man dadurch bekommt. Und wenn ich auf Magie spielen möchte, dann muss ich natürlich leichte Rüstungen anziehen und die auch erstmal kriegen. Ich könnte mir jetzt hier auch mit dem Bogen jetzt spielen, aber da behalte ich doch erstmal das Zweihandschwert dann. Gefällt mir dann doch besser als der Bogen. So, verteilen wir nochmal hier unsere Fertigkeitspunkte. Gehe ich natürlich wieder auf Magicka. Einen Punkt neu rauf. Punkt vergeben. Jawohl. Wieder 111 Magicka dazu erhalten. Und jetzt verteilen wir noch einen Fertigkeitspunkt. Was gibt's denn hier? Ich könnte hier lernen, den versengenden Schlag. Versengender Schlag. Ihr schneidet einen Feind mit einer Flamme für 178 Flammenschaden und 8,5 Sekunden lang insgesamt 470 Flammenschaden. Flammenschaden ist schon mal gut. Deswegen habe ich auch eine Dunkelelfin gewählt, weil Dunkelelfen verursachen mehr Feuerschaden, haben mehr Feuerresistenzen und sind daher für den Drachenritter eine gute Wahl, wenn man den auf Magie spielen möchte, mit Feuerschaden, weil sie halt diesen Bonus auf Feuerdamage haben und auch noch einen Bonus auf maximale Magicka. So, drakonische Sicht. Hier hätte ich auch noch eine Fähigkeit, die ich lernen könnte. Und zwar gespickte Rüstung. Ihr entfesselt euren inneren Drachen und erhaltet größere Entschlossenheit, größere Behütung, wodurch sich eure physische Resistenz und eure Magieresistenz 17 Sekunden lang um 240 erhöht. Ist also für Defensive gar nicht so schlecht. Irdenes Herz hätte ich hier auch noch eine Fähigkeit, die ich lernen kann. Und zwar, ihr schleudert eurem Feind soliden Fels entgegen, verursacht Schaden und schlagt ihn 3 Sekunden nieder. Ist eigentlich auch eine sehr nette Fähigkeit, um den Gegner kurz niederzuschlagen und ihn somit daran zu hindern, dass er irgendwelche Fähigkeiten einsetzen möchte. Und das ist in diesem Spiel natürlich sehr wichtig, auch wenn man gerade alleine unterwegs ist. Das werde ich lernen. Hat er auch gleich zugewiesen auf den Dreiecksknopf. Okay, lasse ich da erstmal drauf. So, einen Punkt habe ich noch. Da könnte ich hier einen Zerstörungsstab eigentlich schon benutzen, oder? Den bewahre ich mir noch auf, wenn ich dann mal meinen ersten Zerstörungsstab gefunden habe. So, das war jetzt erstmal das komplette Intro, die komplette Tutorial-Mission und was ich auch noch machen sollte. Klickt euch hier die Bücherregale durch. Ihr habt gesehen, ich habe hier drauf geklickt, habe dieses Buch hier gefunden, habe es gelesen und dadurch habe ich einen Punkt drauf gekriegt auf meinen Zerstörungsstab. Ihr könnt also Sachen leveln, indem ihr diesen noch nicht mal richtig lernt, indem ihr einfach nur Bücher lest. Hier.
Rang 2 bei Schreinerei erreicht. Das ist für einen Beruf. Und das habe ich auch jetzt gerade wieder nur erhalten, weil ich dieses Buch hier angeklickt habe und gelesen habe. Und das ist wirklich wichtig, Leute. Nehmt euch die Zeit und drückt einfach, nehmt einfach jedes Bücherregal mit, was ihr habt. Rang 2 bei Bogen erreicht, nur durch dieses Buch zu lesen. Das kann ich nur als Tipp geben für jeden Neuling. Nehmt euch die Zeit und wenn ihr Bücherregale seht, klickt einmal drauf und das war's dann schon. Ihr müsst die Bücher nicht mal richtig lesen, ihr müsst einfach nur draufklicken so und dann lernt ihr diese Sachen. Das ist wirklich wichtig und das solltet ihr wirklich bei jedem Bücherregal machen. So, jetzt ist die erste Folge hier schon so lang, aber ihr merkt, es gibt so viel zu erzählen und so viel zu entdecken in dem Spiel und ich habe richtig, richtig Bock da drauf. Und in der nächsten Folge werde ich hier rausgehen und dann die erste Insel Auridon betreten und dann geht es weiter mit Elder Scrolls Online Let's Play auf meinem Kanal. Wenn ihr Lust habt, seid dabei. Ich würde mich freuen. Und ja, bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.